Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir haben 126 Tage überlebt. Können hier mal in die Statistik schauen. Ja, 126 Tage überlebt. Und ja, leider erst 20% der Welt gesehen. Liegt aber ein bisschen am Konzept von meinem Let's Play. Ich mache es wirklich sehr, sehr slow, lasse mir viel Zeit. Versuche erstmal meine Grundlagen aufzubauen, sprich vernünftige Klamotten, vernünftiges Futter, Werkzeug, Waffen, Equipment, Ausrüstung ganz grundsätzlich. Und da geht es natürlich nicht so schnell. Okay, wir nehmen erstmal einen Schluck. So, dann sage ich warten. Wobei, ich weiß nicht, ob man schon mal Folgendes machen kann. Ich habe ja gesehen, dass es uns an Verbänden mangelt. Genau. So. Und wenn wir jetzt in unseren Rucksack schauen, dann haben wir zweimal Verbände. Wir haben diesen Bartflechtenverband, eine Menge Tee. In der Truhe ist dazu nichts mehr. Okay, vielleicht könnte man noch mehr machen. Wobei ich glaube, zwei Verbände, das reicht erstmal. Dann hatte ich beim Rendern gesehen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe mit der Kappe. Wir haben jetzt 18 und 10. Und wir haben tatsächlich ein bisschen mehr. Wir haben, ach nee, wir haben 19 und 9. Das mal aus. Aussehen. Also 18 und 10 wären 28. 28 und jetzt haben wir tatsächlich 29. Ja, deswegen nehme ich das. Gut. Gibt es sonst noch was zu tun? Die hat 97,90. Kann man hier was reparieren? Bisschen Licht haben wir, ja. Genau, durch die Aurora 97,77. Gut. Davon haben wir noch fünfmal. Wir haben noch fünfmal Stoff. Gar nicht schlecht. Wir konnten die Nacht bis dann ganz gut nutzen. So. Ja, bleibt bei 29. Aber die Klamotten sind in gutem Zustand. Und sobald wir sehen, dass die Därme getrocknet sind, können wir auch unsere Stiefel fixen. Gut, dann sage ich mal warten. Okay, damit haben wir schon mal zwei Dinge erledigt, die wichtig waren. Unsere Töpfe stehen, glaube ich, noch draußen. Okay, das kann weg. Die könnte wieder repariert werden. Ja, wir haben jetzt den Ahornschüssling. Schauen wir mal, was wir erstmal ablegen können, wenn wir es nicht direkt verwenden. Mann behalten. Wir haben insgesamt 14 Pfeile, ein Rohschaft. 34, der Bogen verabschiedet sich so langsam.
Sprayflasche, na gut. Bisschen Wasser kann nicht schaden. Haben noch dreimal Feuerholz. So, was haben wir hier? Hier mal die Laterne. Haben wir das, okay. Ja, was zu tun? Ich glaube, wir holen erstmal die Töpfe. Also ein Ziel, bevor ich Milton verlasse, ich denke nämlich wirklich, dass es besser wäre, in der Region des Rätselsees zu craften. Aber ein Ziel wäre zumindest mal zu schauen. Können wir jetzt reparieren? Ja. Ob man hinter der Kirche in diesem Trailer craften kann. 2, 1, zack. Ja, wir tun wieder was gegen den Lagerkoller. Warten ein bisschen, bis die Temperaturen sich verbessern. Wie viel haben wir jetzt aktuell? 21. So, das sind unsere Töpfe. Ich sehe im Moment keine Wölfe. Das ist ja nicht gut. Aber ich höre sie. Ich will die Zeit zwar nicht völlig sinnlos hier ablaufen lassen, aber bei so einem Wetter macht es nicht viel Sinn, hier rumzulaufen. Ich denke, wir warten den Sturm ab. Eine Option wäre tatsächlich zu schauen, ob man nochmal einen kleinen Jagderfolg erzielen könnte. Ist wichtig. Und ich denke, ich nehme tatsächlich das Steak von draußen. Denn wir haben ja genug Fleisch. Wir sind ja jetzt okay. Wir müssen nicht hungern. Denn ich möchte mit meinen Lebenspunkten nicht weiter fallen. Und im Moment sieht es nicht danach aus, dass es notwendig ist zu geizen. So, Guard. Schauen mal, ob der Sturm nachlässt. Okay, das macht er nicht. Jetzt ein bisschen ruhiger, aber ich denke, wir werden nur was essen.
gehen wieder zurück. Sollten wir uns gut erholen. Ich warte vielleicht noch 2 Stunden. Nimm noch mal einen Drink. So, das sieht ziemlich gut aus. Kann man denn hier in der Statistik sehen? Äh, 90%. Ah, das ist wahrscheinlich der Tag davor. Ah, okay, fein. So, die Dame. 99%. Ja, da ist der Wolf. Also man könnte natürlich probieren, den gleichen Trick, wie wir es schon mal hatten, anzuwenden, dass man die Hirsche auf ihn zutreibt. Dazu muss ich mich aber nochmal kurz vorher aufwärmen. Ja, die Hasenfallen hier ergeben nicht viel. Also das ist kein guter Spot. Ich weiß nicht, ob sich die Hasen, die wir bislang hier gesehen haben, tatsächlich nur verlaufen haben, dass die sich verirrt haben und hier eigentlich nichts zu suchen haben. Aber sieht nicht danach aus, als wäre hier eine reguläre Hasenpopulation ansässig. So, da haben wir den Hirsch. Müssen uns wieder beeilen, weil die Temperaturen naja, schwierig machen zu zielen später. So, ich laufe ganz außen lang. Also diese Art zu jagen ist nicht risikolos, denn so ein Wolf kann sich die Kiste auch schnell mal anders überlegen und greift dann an. Wir probieren es einfach mal. Ich laufe mal so los, dass der Hirsch direkt auf den Wolf zuläuft. Okay, und da haben wir ihn. Und das ist in der Regel das Aus für den Wolf. Schade, dass er meinen Pfeil mitgenommen hat. Verrückt, dass auch die
fast die gleiche Stelle ist. So. Gut, der nächste Job besteht darin, nach Möglichkeit meine Stiefel oder meine Hose zu flicken. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mir eigentlich wichtiger ist. Würde ich gern draußen machen. Muss mich vorher aufwärmen. So, wir legen das ab. Das kann trocknen. Ablegen, ablegen, ablegen. Den nehmen wir mit. So. Ich dachte, wir hatten hier noch einen Rehpelz. Nee, täusche ich mich? Das haben wir gar nicht. Okay. Dann haben wir den drüben. Okay, das ist natürlich dumm. Muss ich drüber nachdenken. Das macht dann so natürlich keinen Sinn. Wetterbedingungen sind gut. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Brataktion. Wir haben hier noch eins. Davon haben wir drei. Und hier bleibt's dabei, okay. Ja, was mich immer ein bisschen wurmt, sind die Verluste. Wenn so ein angeschossenes Tier mit unserem Pfeil davon flitzt. Na ja, jetzt schon bei dem Hirsch. Und jetzt beim Wolf. Nicht hungern. Lupe bitte.
Ja, dazu sind eben die Bücher gut geeignet. Das ist schon sehr cool mit den Büchern. Come on, little fire. Aber wir kriegen es auch so hin. Sagen mal ein Liter. Ich schaue, wo noch Krähen kreisen. Ich glaube nicht, dass er das überlebt hat. So. Wie lange brauchen wir jetzt? Dazu bräuchten wir eine Stunde. Ich mal gucken, wie es mit den Händen aussieht. Ja, mach's mal so rum. Hau mal damit an. Jetzt tatsächlich große Stücken. Minuten. So, 29 Minuten. Und ablegen. Ah, ich hoffe, die der Wind bläst uns das Feuer nicht aus. 30. Ach so, das ist ja noch roh. Wunderbar. 20 Minuten. Neunundzwanzig Minuten. Take a drink. Da hört man sich schon wieder. Den letzten Teil von diesem Carcass und lehnen es auch erstmal hier ab.
1,30. So. Ja, das macht keinen Sinn, da Wetter zu jagen sofort. Ich würde... Tja, was würde ich denn... Ach so. Nee, das sind die... Über der Leiche. Okay, ich nehme das jetzt einfach mit. Hau mir das Stück hier rein. Und spurte nach Hause. In der Hoffnung, dass nicht der nächste Wolf von vorn kommt. Reparieren. Wir bräuchten eins. Da ist der nächste Wolf. Es ist wirklich Wahnsinn, in welcher Spawnrate, also wie häufig die hier auftauchen. Krass. So. Das legen wir ab. Der war getrocknet. Ja, können wir eigentlich den Tag beenden. Ja, war eine schöne Runde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.